Salem ist noch eine sehr junge Stadt. Nicht mal 40 Jahre alt. Für Europäer ist die Provinz eine barbarische Front, bevölkert von einer fanatischen Sekte, die aber immerhin Waren von immer größerem Wert in wachsenden Mengen nach Europa exportiert. Die Wildnis ist nah. Der Kontinent erstreckt sich endlos nach Westen und ist voll von Geheimnissen für uns. Wir spüren sie, dunkel und bedrohlich im Nacken, Tag und Nacht. Von Zeit zu Zeit brechen aus ihr Stämme von plündernden und mordenden Heiden hervor. Es gibt Gemeindemitglieder, die Angehörige bei solchen Überfällen verloren haben. Die provinzielle Engstirnigkeit der Menschen hier ist wohl verantwortlich für die vielen gescheiterten Bekehrungsversuchen an den Heiden. Auf jeden Fall wurden nur sehr wenige von ihnen bekehrt. Und deswegen glauben die Leute hier, dass der unberührte Wald das letzte Refugium des Teufels sei, seine Bastion und Heimatstätte seines letzten Widerstandes. Ihrer Meinung nach ist der Wald der letzte Ort der Erde, der Gott keinen Tribut zollt. Am Ende sind ihre Selbstverleugnung, ihr Misstrauen gegen alles eitle Streben und ihre streng geführte Gerichtsbarkeit doch die perfekten Instrumente, um diesen feindlichen Raum zu erobern. Mein Gott, mein Gott.